Ja, im heutigen Replay seht ihr das Objekt 907, den 10er Panzer der Russen, der ja nicht so leicht zu bekommen ist. Und anhand der Sterne auf dem Rohr sieht man schon, okay, tendenziell wird der Spieler, Gangster Guy in dem Fall, schon wissen, was er hier macht. Hat auch unten, sieht man auch ganz schön, die Zusatzration drin. Hat auch natürlich einen automatischen Feuerlöscher, aber eine kleine Ersatzteilkiste. Ja, also von dem her soll es gut laufen. Natürlich 10er Top-Tier ohne Frage, aber recht wenig 10er, wenig 9er, viele 8er. Also ein schönes Matchmaking erwischt. Und das ist sehr häufig der gewählte erste Spot von den Spielern mittlerweile, hier hochzufahren, da zu wirken. Hat er Glück, dass der Ferdi hier vorbeischießt. 110er, auch den bekommt er gut rein. Der Ferdi drückt jetzt rüber. Da kann er vielleicht auch nochmal direkt einen Hit setzen. Ja, sehr schön. Wahnsinn, 1000 Schaden schon in kürzester Zeit. Da ist er schon sehr effektiv am Fahren. So, jetzt... Ne, der war ein zu schneller Snapshot. Aber jetzt hat er dann funktioniert. Ferdi weg, da der T-30 vielleicht sogar direkt als nächsten kommt er auf die Kommandantenkuppel. Aber in dem Fall leider noch nicht. So, jetzt der Indian. Indian Panzer. Wie die Engländer ja so schön sagen. Und er kann hier wirklich phänomenal wirken. Kann hier super schießen. Ganze Zeit durch. Schneller, schöner Reload, vernünftiger Schaden. Da macht er Medium doch Fun. So, der ist auch weg. Wahnsinn. 2800 Schaden. Und das in einer Runde, die 1,50 alt ist. Phänomenal und fantastisch. Also so wie ich jetzt gerade sagen wollte, fantastisch. So, auch der Tiger. Er kann hier wirklich schießen nach Belieben. Der Fahrer ist erledigt, aber den... Der ist einfach mal weg. Aber den braucht er eh nicht. Was soll's? Der braucht schon medizinische Ausrüstung. Geht auch ohne. So. Waffenträger auf Panzer 4. Panzer 4, natürlich. Panzer 4. Ja, ich bin ja ein bisschen noch vor den Grand Finals geschädigt. So. Der Winkelspiegel, der wird ihn jetzt nicht sonderlich stören, dass der weg ist. Er schießt jetzt weiter auf den 113er. Und schaut mal bitte oben auf den Schaden. Er ist bei 5800 derzeit. Und die Runde 3 Minuten. Wirklich krass. Also, Tontaubenschießen ist gar keine Bezeichnung dafür, was der hier macht. So, den 113er. Er nimmt hier den Hit, finde ich auch sehr schön. Tut ja nicht so rumpussin, sondern er nimmt den Hit, macht ihn weg und fahrt weiter. Er hat noch genug KP und das weiß er auch. Sieben Spieler sind noch da. Drei braucht er für den Krieger. Hat aber langsam keine normalen Munition mehr, sondern danach muss er dann mit Premium schießen. Aber in dem Fall nicht, weil er es nicht anders packt, sondern in dem Fall einfach, weil er keine weiteren mehr dabei hat. Aber bei so einem Matchmaking, da kann man ja nicht davon ausgehen, dass das immer so ist. Sonst, glaube ich, bräuchte man keine Premium-Munition. So, in dem Fall hier hat er jetzt den Waffenträger. Das wäre noch sogar ein schönes HE-Ziel in dem Fall eigentlich. Aber er bratzt einfach den Schaden raus. Ich komme, was wolle. Hier den T28. So, Kill Nummer 5. Jetzt braucht er noch einen. Dann ist der Krieger auch schon da. Da bekommt er noch einen ordentlichen Hit vom Jagdpanther. Und da muss er aufpassen, dass er den AMX 5000 da nicht doof erwischt, weil natürlich auch der kann schon Schaden an ihm machen. Aber nie. Ganz im Gegenteil, er macht den Krieger klar. Und jetzt hat er da den
Jagdpanther auch noch 8000 Schaden. Und ah, das war nicht sein Kill. Leider nicht. Aber auch die paar Premium-Schüsse, die er jetzt schießt. Wow, da hat es aber den 41,90 von den Grand Finals mal schön auf die Seite gelegt. Und da macht er den 7. Kill. 8.449 Schaden. Und auch noch 3.000 unterstützt. Also, was kann man besser machen in 5 Minuten 8 reine Spielzeit? Phänomenal, fantastisch. 1 mit Sternchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr wisst, Daumen, Kommentar immer gerne. Ansonsten auch bis zum nächsten Mal. Haut's rein, euer Ekaramba.